Willkommen zurück zu Super Mario RPG. Wir sind hier immer noch in diesem Schiff gefangen. Doch wir kommen hier sicherlich heute raus. Wir haben ja ein paar Blooper, Cheepster und eine Brachizang. Ein zumindest das erste neue Gegner. Ich würde mal sagen, verkloppen erstmal die Blooper. Die hauen dann sofort ab, so wie wir es kennen. Tschüss. So, während Mallow sich erstmal anschaut, was überhaupt dieser Brachizang ist und was wir gegen ihn tun können. Feuer ist gut. Und Elektro ist auch gut. Zick, zack, Schnurrbart ab. Ey, boah, Peach hat doch gar keinen Schnurrbart. Hat sie Darmbart? Nicht, dass ich wüsste. Aua. Verdammt nochmal, jetzt reicht's aber. Weg mit dir. So, der erste ist schon mal weg. Ich mal Peach aus, glaube ich, zu Gino. Mr. Gino kann da mal den Blooper auslöschen. Oder zumindest verschwinden lassen. Und du setzt mal den Donnerschlag ein. Bam! Dead. Gut gemacht, Jungs. Und Mädels, da gibt's erstmal ein Level Plus von Mario. Von Mario. Mehr KP, damit er nicht ständig stirbt. Und ja, hier sind wir stehen geblieben. So, erstmal hier hoch. Denn hier ist eine Tür, wo wir noch nicht drin gewesen sind. Ist hier vielleicht das Ende? Oh! Hey! Hey, was geht hier vor? Wer bist du denn, ne? Wie bitte? Einen Stern sucht ihr? Gern doch! Wir lassen euch jetzt Sterne singen! Ihr hättet sowieso Pech gehabt, Landratten! Wisst ihr auch wieso? Weil alles, was ins Meer fällt, nämlich rechtmäßig dem großen Johnny, unserem Captain, gehört. Klar soweit, ihr trockenen Tropfe? Und jetzt gibt's den Satz, heiße Kiemen, ihr Schiffsschleicher. Oh no. Rotbandpirat. Okay, wir haben einen Gino-Diskurs, neue Attacke, macht sehr viel Damage. Ah, boah! 9999, so viel Damage haben wir noch nie gemacht. Wow. Das macht nur einen Damage, der Sternschock. Ne, dann lass ihn erstmal, dann spare ich mir erstmal auf, tatsächlich. Okay. Erstmal normal angreifen. Vielleicht halten die ja nichts. Ja, die halten wirklich nicht aus. Ja, nice. Und ein extra Zug. Machen wir. Machen wir. Aber den einen da oben lasse ich noch überleben, damit ihn Mallow lesen kann. Für sein schlaues Buch. Zum Sammeln. Sammelsticker. Ich liebe die Farbe Rot. Ja, ciao. Okay, deine Freunde haben zumindest noch ein bisschen XP gegeben, damit Mallow auch endlich Level Plus ist. Da! Seid ihr stärker, als es den Anschein hat! Wir sagen besser auf dem Oberdeck Bescheid. Los, Matrosen! Macht das! Genau, habt Angst vor dem großen Mario! Blinde Passagiere an Bord, verstecken die Ratten! Hallo? Wo stecken die Ratten? Ob sie getürmt sind? Da, auf ihn, Männer! Oh, weg hier! Haha, hier, Geschenk des Hauses! Oh. Grah! Was für ein Ausweichmanöver! Ich hab's nicht gefunden, wir waren drüber gesprungen, so wie bei Donkey Kong Arcade. Aber hey, es hat zumindest geklappt und jetzt sind weg. Zumindest fürs Erste. Hi. Wie habt ihr es so schnell hergeschafft? Ist auch egal, euer Glück ist nur zu Ende. Keine dahergelaufenen Landläuse hier, klar? Ihr wollt wirklich aufs... Wir wollen wirklich aufs Maul, ne? Ah, hier kann ich sogar lesen, was für eine Ability es ist. Nice. Schlangenkutschen, Knaller, halt alle Freunde. Ich glaube, ich tue Bowser rein. Weil das alle angreift. Ja. Okay, machen wir das. Haha. Los geht's! Ja. Ja. Nice. Ja, am besten ist es eigentlich auch immer für die Situation auszuwählen, glaube ich. Ganz schön zäh, ihr Bildratten. Also gut, ihr dürft euch zu Johnny. Ich erlaube es. Klopf, klopf. Okay, danke. Ganz schön zäh. Ja, komm, hab. Okay, auf zu Johnny. Hi, oh Gott.
Du bist also dieser Mario, ja? Dann sag doch mal, was will so eine halbe Portion von mir? Dieser Stern hier, der ist in meine Gewässer eingeplumpt, also gehört der laut Seerecht mir, laut meinem Seerecht. Und ausrücken tue ich den nicht einfach so. Wenn du den haben willst, musst du schon drum kämpfen. Oh Gott. Tatsächlich noch ein Bosskampf. Gegen den großen, bösen Johnny. Aua. Mann, die machen einen anderen Attack immer. Blaubandpirat und Johnny. Okay, erstmal furchteinflößend sein, damit die Angst vor uns haben. Hat geklappt, wunderbar. Und jetzt einen Feuerball auf den großen, bösen Johnny. So, und du liest mal den Gedanken von den Blaubandpiraten, weil die sterben wahrscheinlich gleich. So, was denken die sich? Feuer ist ganz gut. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Blau die beste Farbe ist, glaube ich. Okay. Aua. 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 Weil es macht nicht so viel Damage, aber es macht trotzdem Damage. Okay. Bowser. Greif erstmal den Typen an. Okay, die haben nicht viel Leben. Die sterben direkt. Das ist gut. Was machen wir mal den Supersprung? Ob der gut gegen den großen, bösen Johnny Jones ist. Bam, bam, bam. Komm. Ach, schade. Das Timing ist gefühlt manchmal anders. Gefühlt. So, Johnny, was denkst du dir dabei? Was denkst du dir dabei? Oh, keine Schwäche, die wir haben. Moment. Arr, das ist nicht mal ein Kampf. Ist mit allen Meerwassern gewaschen. Ja. Immerhin sieht er ein, dass wir was auf dem Kasten haben. Aua. Der Dreher. Der hat's gebracht. Bam. Du hast Glück. Schön für dich, Bowser, dass du Glück hast. Zack. So, Mäler, und du darfst gerne den letzten da hinten umbringen. Bam. Schön. Stich? Ey. Denkst du, bist du der ganz krasse hier, was? Bam. Let's go. So, Mäler, hau mal ab. Ich hole mal den Gino ran. Der Gino hat einen neuen Diskurs, den wir nutzen. Oh, daneben, schade. Abhärtung. Wow, ist rot geworden. Har, 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 nicht schlecht, Leute. Was hältst du von einem Kapitänsduell, Mario? Nur du und ich im Zweikampf. Der Erste sagt nein. Aber Mario sagt ja. Wird bestimmt lustig und lehrreich für dich jedenfalls. Männer, macht Stimmung und feiert euren Captain an. Du, 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 du. Oh Gott. Ah, oh, ich werde auch angefeuert. Wunderbar. Okay. Kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Bam. Oh, fast tot. Oh nein. Ein Medium-Pilz. Bisschen Verschwendung. Wanderpilz einfach. Aber egal. Passt. So, wir dürfen direkt nochmal angreifen. Danke. So, machen wir lieber mal den Super Jump. Vielleicht hilft der besser. Ach. Was ist das denn? Lichtklinge? Oh. Cool. Ganz cool, Bro. Wie gefällt dir das Feuer? Auch nicht so viel damit. Hm. Wie viel macht das? Bom. Bom. Zwei? Gar nichts. Macht mir Angst. Setz mal einen Pilz ein. Okay, extra Item. Das macht so viel Damage, ne? Ahornsirup. Okay. Boah! Danke, ich habe noch einen Pilz bekommen aus irgendeinem Grund. Okay. Ich weiß nicht, ob es hilft, dass ich manchmal A drücke dort. Ich weiß nicht, ob das hilft. Ja, ich denke, unser Superfeuerball ist das Beste, was wir im Moment haben gegen den. Ich weiß auch nicht, macht einfach am meisten Damage gerade. Ansonsten kann ich den Jump nochmal probieren.
Könnte aber auch sein, dass man gegen ihn nicht gewinnen soll, aber doch, müsste eigentlich sein, oder? Oh. Nicht schlecht. Obwohl, das war jetzt schon wieder Aua. Großes Aua. Letzter Medium-Pilz. Ich muss ihn nutzen. Ich brauche ihn. Ja! Ha, danke. Bowser denkt sich auch so gut gemacht. Mario. Finally. Wenn selbst der Erzfeind sagt, du hast dich gut angestellt, dann hast du etwas richtig gemacht im Leben. Also, zumindest. Vielleicht. So. Theoretisch halt, meine ich. Ne? Oha, neuer Rekord. Fast 20. Ja, komm, direkt nochmal. Macht Bock. 3. Ja. Ah, glaub schon. Ja, hat übrigens ein relativ cooles Design, finde ich. Oder was meint ihr? Boah, das war ein schwerer Kampf. Vor allem, wenn man das alleine machen muss. Ah, wir haben ihn gemeistert. So, jetzt will ich aber endlich mal meinen Stern haben hier. Oh, also, ihr kennt mich. Alles und nix, YOLO. Rechts, rechts, rechts. Yeah! Wuhu! Boah, 114 XP. Und Bowser, der hat mich am meisten angefreut. Deshalb kriegt er so ein Level Plus. Giftdampf erlernt. Vergifte deine Feinde. Oh, hab ich mal gespannt, wie er das macht. Ja, bin schwer beeindruckt, Kumpane. Das Sternchen habt ihr euch zurecht verdient. Kleines Andenken an unser Kämpfchen, ja? Oh, wir sind auf guten Terms wieder. Hier rausgegangen. So, der nächste Stern. Ein relativ pinker Stern, würde ich sagen. Der gehört nun endlich uns. Yippie! Boah, also dieses Schiff... Das war meine Herausforderung, das war cool. Ich finde es ein bisschen schade, dass das Gebiet mit dem vierten Stern so kurz war. Aber zumindest war das eine ordentliche Herausforderung. So, Kumpel. Arr, war euch ja ganz schön wichtig, das Sternchen. Naja, mir soll's recht sein, was will ich damit? Und nun runter von meinem Schiff mit euch, ehe ich mir noch anders überlege. Okay, sorry. Captain Johnny ist der schlauste, stärkste und scharfzahnigste von uns allen hier an Bord. Der würde selbst im Schlaf noch kämpfen. Was unser Captain sagt, das tun wir. Hüpf auf die Sprungfeder im Kämmerchen, dann gelangt ihr wieder raus ins Trockene. Los, probier's mal aus. Darf ich sitzen? Oh, ich darf hier sitzen. Cool. Okay, also ich gleich raus. Yep. Alles klar. Boing. Und wieder auf der Overworld? Yep. Okay, auf zurück zum... Stimmt, im Meer haben wir uns noch kaum umgeschaut, ne? Ich will nochmal zurück zum Meer. Wir haben direkt rausgefunden, was wir machen sollen, deshalb... Ich frage mich, ob es hier noch ein bisschen mehr zum Umschauen gibt. Hi! Grüß dich! Da bin ich wieder! Wie wär's, wenn du mir hier ein paar von Dingen verkaufst? Danke. Ich will mich noch mal ein bisschen hier umschauen, bevor wir jetzt zurückgehen. Ja, stimmt, hier haben wir alle mit dem Stern gekillt. Hier müssten noch welche sein, ja. Haben wir hier schon? Hier geht's raus, ne? Oben waren wir. Hoffe ich, denke ich. Weiß ich nicht genau. Aha. Waren wir hier drin im Tornado schon? Hier? Ich glaube nicht. Sorry, dass ich jetzt nochmal mache, ja, aber mich interessiert das halt. Weil wir so schnell durch das Meer gegangen sind und direkt zum Schiffswrack gekommen sind, dass ich mich mal hier ein bisschen umschauen möchte. Nee, hier waren wir noch nicht. Hey! Maximum-Pilz erhalten, was macht der denn? Stellt komplett die AKP wieder her. Nett. Ganz schön nett, Kollege, Kumpel. Aber warte, ist hier überhaupt noch irgendwas ansonsten? Sind Muscheln. Ich hätte es cool gefunden, wären hier Perlen. Dass man darauf kommen könnte, wegen dem Passwort. Aber ist hier leider nicht. Schade. Ich guck mal kurz, kann ich irgendwas mit diesen Muscheln machen? Kann ich mit denen interagieren? Wow. Na gut, ich glaube, mehr ist hier tatsächlich gar nicht. Egal, wir haben ein bisschen was gefunden.
Das reicht mir. Auf zum Küstenstädt. Da sollen wir nämlich hier zurückgehen. Und... Habt ihr den Stern gefunden? Wie gehorsam von euch. Doch ihr endet eure Reise. Ihr gutgläubigen Narren habt schließlich nicht die leiseste Ahnung, wer ich bin, oder? Sperrfried ist mein echter Name. Einer von Schmiedrichs Schergen. Hättet ihr nie erraten, was? Nein, ganz ausgeschlossen. Niemand kann schlichte Persönchen aus dem niederen Volke so gut imitieren wie ich. Eure Suche nach den Stern bereitet Meister Schmiedrich großen Verdruss, wisst ihr? Und wenn ich mir ihm den Stern hier bringe, habe ich bei ihm einen dicken Stein im Brett. Dann mache ich Karriere. Oh, ich wittere Aufstiegschancen. Versucht gar nicht erst gegen mich zu kämpfen. Rückt lieber den Stern raus. Und zwar zackig. Na gut. Kommt nicht in Frage! Ach ja, willst du das Ärger machen, wie? Was glaubst du, wird dann aus den wahren Bewundern von Küstenstädt? Was? Was willst du, du Röhling? Nein, aber nicht doch! Halt aufhören, ich bitte dich! Gehört. Gnadenlos durchgekitzelt. Ein schreckliches Schicksal für einen unschuldigen alten Mann, stimmt's nicht? Okay, aber mit dem Stern. Kommt immer noch nicht in Frage. So. Nein, mag das ja nicht, ihr Zweifel durch etwa. Nein, nicht dort. Der Arme. Gehört. Wollt er wirklich immer noch nicht? Nö. Jetzt gehen alle dahin. Gar nicht schon wieder. Warum wollt ihr denn nicht? Ja. Ich kann nicht mehr. Der Arme. Okay, reicht. Na gut, hier. Der Arme. Du musst ein bisschen nachdenken. Sorry, alter Mann. Sehr brav. Musste mir nicht mal die Hände schmutzig machen. Manchmal macht mir mein eigenes Genie Angst. Kein Wunder, dass ich solch ein bedeutender Scherge bin mit glänzenden Aussichten. Alle herhören, wir können zurück zur Festung und drin mit Fahrgelegenheit, dass wir euch hier eintreffen. Krank. Es ist abgeschlossen. Wir haben unseren Stern jetzt wirklich einfach verloren? Tatsache, er ist einfach wieder weg. Ein Stern weniger. Aber hey, dafür haben wir eventuell das Dorf gerettet? Ich bin mir da ehrlich gesagt relativ unsicher, ob wir es wirklich gerettet haben. Komm, hinterher! Es ist ja auch was. Spät dran, die Klinge. Was soll sie wohl aufhalten? Wenn wir hier nicht bald verschwinden, dann... Na prima, Mara hat uns eingeholt. Dann bleibt uns noch ein Ausweg. Schwimmen, los! Und dass mir keiner Rost ansetzt. Nicht so flott, Sprotte. Der Stern da war ein Geschenk an Mario. Meinen liebsten Süßwassermatrosen von allen. Denn der kann wirklich mal kämpfen. Ihr schmierigen Schleicher habt wahrlich keinen Funken Seemannsehre. Jetzt lassen wir euch über die Planke laufen! Hey, Captain, vielleicht sollten wir Mario das Vergnügen gönnen, hier klar Schiff zu machen, oder? Ja, er kann ja kämpfen. Es geht so Sachen wie, dann ist es wohl Zeit, die Maske abzunehmen. Vereinen zur Sperrgestalt. Oh Gott! Wie sieht der denn aus? Wie es auch immer aussieht. Sperrfried. Na gut, wie du möchtest. Direkt der nächste Bosskampf. Das geht echt schnell. Oh, gar kein Damage gemacht. Schade. So, versuchen wir mal den Giftdampf. Oh, drehen. Okay. So eine Giftwolke. Kenn ich aber gar nicht. Neuer Gegner. Daneben? Das kann doch nicht sein, dass das daneben geht. Aber das nicht. Nur 16? Geysirgewalt. Was zum... Boah! Alter! Mello! Brauch ein bisschen Hilfe! Sag uns, was können wir tun? Elektro! Wenn ich jetzt verliere, kann ich meine Karriere knicken! Ja. Angriff!
Und das hat Damage gemacht. Okay. Mario kann leider nicht so viel machen im Kampf. Er ist eher unser Support im Moment. Warte mal, sterben wir jetzt nicht? Ah! Cool. Peach? Kannst du Mario wiederbeleben mit dem letzten Wachmacher, dem Muntermacher, den wir haben? Danke. Okay, Mario. Du heilst Mallow. So einen normalen Pilz. Denn deine Attacken machen nicht so viel Damage. Flammenstein! Okay, gut. Ah, neben. Donnerschock! Bah! Nice. Das macht mal Damage. Kannst du ihn nochmal heilen? Normalen Pilz. So, dankeschön. Doppelgänger. Was? Ich glaube, ich sehe doppelt. Das sind zwei von euch. Wie wär's mit ein bisschen Schlafenszeit? Wow, 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 wow. Oh, bringt bei denen nichts. Mist. Aber das Blitzgewitter bringt was. Ihr seid anfällig dagegen. Warum hat das den oberen mehr Damage gemacht als den unteren? Da ist irgendwas faul bei dem. Hä? Was zum... Wie hat das denn gemacht? Seltsamer Kauz, du. So, schön machen. Voll heilen. Dankeschön. Und nochmal das Blitzgewitter. Das hat gut geholfen. Ich hätte aber gerne mal eine bessere Form von dem. Obwohl es eigentlich auch was Gutes noch im Moment. Okay. Noch ein Pilz. Eine Heilung kann nicht schaden. Aua. Das ist nicht in Ordnung. Mallow ist hier wirklich gerade unser einziger Charakter, der hier kämpfen kann. Also wirklich, das ist der einzige, der uns hier helfen kann. Die anderen haben, glaube ich, keine Elektroattacken oder sowas, oder? Okay, hat sich wieder einfusioniert. Sehr gut. So. Jetzt eben die Leiste auf 100% bringen. Haha, und nun. Einen anderen Charakter reintun am besten. So. Sternenschock. Nice. Und los geht's. Boah. Immerhin ein bisschen Damage. Das war der Donnerschock. War's richtig? Macht auf jeden Fall gut Schaden. Ja. Ich weiß spielen. Ich weiß. Mache ich gleich. Mann. Ah, war okay vom Damage her. Heil mal bitte Mr. G zu den No. Danke. Und wir machen nochmal ein Blitzgewitter. Weil für mehr habe ich gerade nicht genug. Leider. Gar nichts? Warum das denn? Peach. Denn Peach kann Mario heilen. Und Mario kann einen Ahornsirup benutzen. Und Mallow kann dann, wenn er gleich dran ist und nicht stoppt, den Donnerschlag versuchen. Das Timing habe ich noch nicht drauf. Ah. Und ich will eine Doppelgänger. Was hat er nur mit dem? Na gut. Ja, ich schätze mal heil Mallow. Auch wenn er sich wirklich braucht. Was soll ich sonst machen? Okay, Blitzgewitter. Beide. Ah, war schon nicht schlecht. Schon not bad. Versuch mal zu springen. Also ich kann auf seinem stacheligen Kopf springen. Das funktioniert auf jeden Fall. Ich versuche mich bei jedem Gegner bei diesem Angriff immer auf den Schatten zu orientieren. Das ist mehr reliable, als wenn man versucht darauf zu achten, wann Mario wieder runterkommt. Sprung. Ja, wie auch immer. Bist du der echte? Ja, bei dem mache ich weniger Damage. Und was stimmt da wirklich nicht? Ich weiß aber nicht genau was.
Okay, hast du wieder zurückverwandelt? Sehr schön. Boah, das war jetzt 70 Damage. Nice. Oh, die ganze Gewalt. Nein. Nein. Peach, Gruppenkuscheln. Ah, das haben wir gebraucht. Danke. Und jetzt nochmal ein Donnerschlag, Pikachu. Mellow. Daneben. Aber es hat 2 Damage gemacht. Immerhin. Immerhin. So, wir brauchen nochmal Ahornsirup. Boah, nach dem Kampf muss ich noch mal ein bisschen einkaufen gehen, glaube ich. Ja, zumindest nicht schlecht. Bam! Na, okay, Peach macht auch keinen Damage, wirklich. Sonderschock nochmal. Bam! Nein. Immer noch nicht richtig getroffen. Hm. Das aber immer richtig getroffen. Aber dieser Tag ist gar nicht mal so schlimm, wenn man Peach hat, die direkt danach angreifen darf, so wie jetzt. Einfach direkt Gruppenkuscheln einsetzen, dich heilen. Auch wenn es daneben ist, heilt sich trotzdem ganz gut und weiter geht's. Hm, wieso konnte ich denn vorher so gut und jetzt nicht mehr? Seltsam. Bam. Mir ist auf einmal weniger Damage. Wieder der Doppelgänger? Es ist immer das gleiche mit dir, Kumpel. Du bist lahm. Du bist echt langweilig, Kumpel. Zack. Einfach schon den Damage weiterhin raushauen. Wow. Okay. Wie du willst. Mach ich noch eine Heilung. Einfach weil ich es kann. So, Mellow, du machst dein übliches. Schön. Haha, daneben. Wie gefällt dir das? Boah, fast 200. Wirrlicht? Ha. Nice, Kampfanzeige hoch. Freut mich. Da jetzt nochmal. Aber nicht so viel, leider. Okay. Donnerschock! Komplett daneben. Egal, hat trotzdem gut damit gemacht. Sogar mehr als sonst. Warum auch immer. Das ist jetzt gar nichts. Sperrfeld hat keine BP mehr. Das ist doch gut. Das hört sich doch sehr, sehr gut an. Ja, dann los, rauf da. Volle Kanne jetzt. Ich treffe aber gar nicht, ne? Bam. Er kann nichts mehr machen. Kann er wirklich gar nichts mehr angreifen? Na dann. Auf da. Bam. Tot. Boah, das war ein Hammergegner. Ihr müsst euch mal vorstellen. 0 Bürste für den 4. Stern. 3 Bürste für den 5. Wow. Was ist der Unterschied? Peach, das Level Plus hast du dir echt verdient. So. Der gehört nun erneut uns. Aber nochmal die Kaste zeigen müssen wir nicht. So ein Unglück. Wie es scheint, hat es nun auch Schmiedrich auf die Sternstücke abgesehen. Welch unangenehme Überraschungen er wohl für Mario im Ärmel hat. Da kommt aber ein bisschen spät, du. Jetzt, wo wir 5 von 7 haben. Oh, Hausschlüssel, nehme ich mit. Aber mein Kumpel Mario. Grüß dich, Smutje. War sicher ein Kinderspiel, den alten Sperrkopf zu versenken, stimmt's? Die Halunken aus meiner Crew sagen, sie haben was am Himmel fliegen sehen, und zwar eine riesige Axt. Ob das einer von Schmierigs schmierigen Schergen war? Falls ja, dann kauf ihn dir. So, die Luft hier ist mir nicht salzig genug, daher bin ich mal wieder weg. Schau vorbei, wann du magst, ja? Seebärige Grüße und auf bald. Dein Jonathan Johnny Jones. Ja, wir sind Freunde mit ihm geworden. Cool. Cool, cool, cool. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter in dieser, ach, auch so spannenden Story. Und da können wir jetzt hinein.